Willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Pro Death Bro und diesmal mit einem Match. Und zwar wieder gegen Skamato alias Chiok. Und das wird jetzt wohl ziemlich schwierig werden. Wir spielen mit Magiebuch und. Es war so klar. Okay. Ah, ich darf anfangen, okay. Wir spielen Magiebuch. Was sie haben, weiß ich nicht. Und es kann losgehen. Kein Monster. Doch ein Monster, sehr gut. Auch schön, dass ich die endlich mal ziehe. Die ziehe ich fast nie. Mit Magiebuch der Geheimnisse. Kann ich mir den mal holen. Okay, und ansonsten eigentlich nicht viel. Dann noch das noch. Nein. Ich frage mich, was sie gedacht haben, was ich für ein Deck nehme. Aber mal sehen, was sie haben. Ich glaube sogar fast was Neues, weil sie waren eben kurz im Deckmenü und haben überlegt. Ich weiß natürlich nicht, was sie haben. Sie wissen nicht, was ich habe. War ja bei den letzten Duellen auch so. Und ja, erstes Match auf dem Kanal. Warte. Es könnte auf jeden Fall ziemlich schwierig werden. Aber es steht 3-1 für mich. Oh nein. Okay. Wir spielen gegen das einzige Deck, gegen das ich bisher verloren habe. Also gegen die beiden, meine ich. Feuerkönig, Avatar, Baron. Okay, war das eben auch schon drin? Ich nehme mal an. Nein. Die Falle werden wir schön aufsparen. Nein. Erstmal warten, bis er zwei Monster hat. Jetzt. Tschüss. Ganz doll wichtig, dass wir die los sind. Gut, das ist schon mal nice. Effektverschleierer. Sag mal nicht, dass du dich spezialbesperrst. Okay, alles klar. Ansturm der Feuerkönige. Gut. Ah, wir haben wenig Monster. Wir haben sehr wenig Monster. Das ist nicht gut. Aktivieren. Beten. Da habe ich es echt eiskalt durchgezogen und habe einfach mal angegriffen. Und ich mache Tanky mal weg. Vor dem habe ich nämlich Angst. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit dem Zug. Wir haben die Effektverschleierin, die uns eventuell noch ein gefährliches Monster vom Hals schafft. Und ansonsten sind wir ziemlich auf uns dann eingestellt. Wir haben leider nichts, mit dem wir unsere schöne Hohepriesterin holen können. Wenn wir sie alle links ziehen, können wir sie direkt speziell beschwören. Das wäre das Beste, was wir ziehen können. Oh Gott. Auf sowas habe ich gewartet. Auf so und wie habe ich gewartet, dass jetzt eine Spezialbeschwörung kommt. Jetzt kann es bestimmt noch irgendwie nutzen. Jetzt können sie es bestimmt noch irgendwie nutzen, dass es bleibt oder so. Oder ist es wenigstens weg? Ah, es ist wenigstens weg, okay. Ja, auf jeden Fall. Wir haben nur Scheiße. Wir haben weiterhin nur Scheiße. Ach, er kommt wieder. Okay. Das ist ja schön. Immer scheiße.
Ärgerlich, dass wir nur Mist ziehen. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas Gescheites mal. Wir haben 2000 Magiebücher, aber die bringen mir gar nichts. Ich hätte gleich eins verschwenden sollen. Dumm gelaufen. Richtig dumm gelaufen. Reicht es aus, mich zu töten? Nee, reicht nicht aus, aber fast. Zweimal Bär. Oh Gott, fast tot. Okay. Na gut, das passiert, wenn man nur Scheiße zieht. Sagen wir jetzt nicht Gaga-Gaga-Cowboy. Es wäre theoretisch möglich, dass sie sich jetzt Gaga-Gaga-Cowboy holen, mir damit 800 direkt Schaden machen. Aber ich kann. Holt euch Gaga-Gaga-Cowboy, bitte. Das wäre so nice. Das wäre so nice. Wenn ich das dann noch so verhindern kann. Ja, und noch mehr Monster. Super. Schade, dass es keinen schweren Sturm mehr gibt, denke ich mir in so einer Situation immer. Ist ja leider verboten worden. Na gut, was ist leider? Eigentlich ist es gut so. Und wieder nur Scheiße gezogen. Gut. Sehr gut. Dann können wir nichts tun. Hammer. Bestes Duell aller Zeiten. Na gut, dann würde ich sagen, steht's 1-0 für die beiden. Ich hatte keine Chance. Aber gut, so sieht das aus, wenn man nur Müll zieht. Ich hatte keine einzige Hohepriesterin oder dergleichen auf der Hand. Dann sehen wir uns dann beim nächsten Kampf gegen die. Bei der nächsten Runde. Yay, und das war's. Bis bald, ciao.